Über 3 Millionen Deutsche besuchen die Fastfood-Kette mindestens einmal die Woche. Die wenigsten von ihnen haben dabei schon mal einen Blick hinter die Kulissen des Schnellrestaurants geworfen. Im Juli 2023 habe ich den McDonald's erkundet, in dem ich selbst zu meinen Ausbildungszeiten noch Gast war. Heute, etwa 3,5 Jahre nach der Schließung, gibt es die wildesten Geschichten und Spekulationen über diesen McDonald's-Standort. Vom Geister McDonald's bis hin zum Geheimnis im Keller. Doch was ist hier wirklich passiert und was ist der wahre Grund für den Abriss? Werfe gemeinsam mit mir einen Blick hinter die Fassade dieses McDonald's-Standorts und erfahrt die wahre Geschichte zu diesem einst vielbesuchten Ort. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir stehen hier vor einem alten, verlassenen McDonald's. Ein McDonald's, bei dem ich vor ungefähr 3 bis 4 Jahren selber Gast war. Ich glaube, man kann es offen und ehrlich kommunizieren. Dieser Lost Place muss weichen, weil eine Autobahn hier hingebaut werden soll. Eine Autobahn, die komplett um Bremen herumführen soll. Und es ist eigentlich im Prinzip noch eine Frage der Zeit, wann dieser Lost Place dem Erdboden gleichgemacht wird. Ich würde sagen, was davon übrig ist und wie es da drin aussieht und auch vielleicht so ein bisschen hinter den Kulissen aussieht, das Ganze werden wir jetzt mal herausfinden. In dem Sinne, viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Okay Leute, ihr seht es hier vorne schon, der komplette Parkplatz ist verwuchert und verwildert bzw. mehr oder weniger komplett zugewachsen. Teilweise sind die Parkplätze überhaupt nicht mehr zu erkennen. Hier vorne auf der rechten Seite haben wir 2 Garagen. Ich vermute mal, das waren irgendwie Mitarbeitergaragen bzw. eventuell auch irgendwie Lagerraum und Stellfläche für Lebensmittel. Hier vorne haben wir dann den McDrive. Ich glaube, da brauche ich nicht so ganz viel zu sagen. Man ist hier durchgefahren. Hier vorne war dann der Schalter. Da vorne dieses große Schaubild, wo man sehen konnte, was ist zurzeit im Angebot und was möchte ich essen. Und da vorne konntest du dann bezahlen und eben die Bestellung abholen und bist dann direkt hier wieder rausgefahren auf die Bundesstraße, die sich da vorne befindet. Hier vorne haben wir noch so einen Bretterverschlag. Ich vermute mal, dass da auch irgendwie Platz war, um Sachen zu lagern. Wir können ja mal versuchen, da einigermaßen durchzugucken. Ist aber komplett leer, so wie es aussieht. Ich denke mal, vielleicht auch irgendwie Raum für Müll. Der muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Hier auf der linken Seite haben wir noch ein Stromhäuschen. Ja, ich denke mal, dass es hier irgendwie zu Mülltonnen ging. Vielleicht auch zu einer Gasflasche. Da oben ist wie so eine Art Dach. Das habe ich schon öfters gesehen, gerade so bei Häusern bzw. Gastrobetrieb, dass da irgendwie Gasflaschen hängen. Aber ihr seht schon, hier geht es weder raus noch rein. Das heißt, wir müssen irgendwie erstmal einen Eingang finden. Ich vermute auch, dass diese große Pforte bzw. diese große Tür, die man hier vorne sehen kann, dass das irgendwie Anlieferung war für Pommes, Burger, Salate und so weiter und so fort. Und da vorne müsste ja rein theoretisch der Haupteingang sein. Guckt euch das mal an, wie der Parkplatz mittlerweile eingewachsen ist. Wie gesagt, ich war hier 2019 oder 2020 zuletzt. Das war damals während meiner Ausbildungszeit. Ich habe ja bei der Telekom gelernt und habe hier in Habenhausen gearbeitet. Und der McDonald's war eigentlich tagtäglich so, wo man mal eben Eis gegessen hat, ein schönes McFlurry oder ein McSunday oder sich einfach mal einen Burger reingepfiffen hat. Und das jetzt zu sehen, so wie es aussieht, ich meine, es war ja schon lange geplant, dass das Ganze irgendwie abgerissen werden soll und auch schließen muss. Aber das Ganze jetzt nochmal so hinter den Kulissen zu sehen, ist schon ein ganz anderes Gefühl auf jeden Fall. Okay Leute, etwas merkwürdiges Gefühl auf jeden Fall für mich. Hier vorne die Toiletten. Ihr könnt schon sehen, das sind wirklich uralte Türen. Überhaupt nicht mehr mit dem Standard heute, den wir irgendwie von McDonald's kennen, zu vergleichen. Ich denke mal, hier brauche ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Toiletten kennt jeder von euch. Wir werfen aber mal kurz einen kleinen Blick hinein, um euch einfach mal zu zeigen, wie alt das eigentlich hier noch ist, ne? Allein die Fliesen, wie das hier aussieht, das kann man überhaupt nicht mehr gleichsetzen mit dem Standard, den wir eigentlich so kennen. Ne? Die Toiletten sehen aber auch noch relativ gut aus, würde ich sagen. Dafür, dass das schon nun mehr als 3 Jahre leer steht. Modernisiert wurde der auf jeden Fall noch nicht. Hier vorne haben wir dann nochmal die Damentoilette. Aber wie man sehen kann, etwas kleiner. Dadurch, dass die Pissoirs halt eben wegfallen,
Aber da brauche ich, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Viel interessanter ist der McDonald's bzw. der Gastroraum an sich, den wir direkt hier vorne sehen können. Es ist einiges zusammengestellt worden, wie man sehen kann. Hier vorne fehlt auch die komplette Armatur. Das war dieses Refill-Gedöns, dass man sich eben eine Cola nochmal auffüllen konnte. Und hier konnte man sich auch damals rein theoretisch noch die Hände waschen. Guckt euch das mal an. Super kleines Waschbecken, habe ich mich damals schon immer gefragt, warum man sowas baut. Aber gut. Und was dem einen oder anderen vielleicht eben gerade auch schon aufgefallen ist, es gab hier nicht diese Automaten, wo man bestellen konnte. Hier bei diesem McDonald's war es so, man musste hier noch an den Tresen treten, hatte dann da oben diese Leuchtreklame und konnte bzw. musste hier bestellen und auch hier bezahlen. Ich vermute mal, die wussten ja, dass das Ganze abgerissen werden soll bzw. irgendwann schließen musste und haben dann gesagt, okay, es lohnt sich nicht mehr, hier irgendwelche Automaten zum Bestellen hinzubauen. Und ja, dementsprechend haben die es so gelassen, wie es jetzt hier gerade ist. Eigentlich krass, wenn man sich überlegt, das ist so der erste Lost Place, den ich selber erkunde, nachdem er geschlossen hat, wo ich aber auch selber Gast war. Also es ist schon echt ein sehr merkwürdiges Gefühl, ehrlich gesagt. Hier vorne war so ein Tisch bzw. so eine kleine Theke für Strohhalme und Servietten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch in den Schränken groß was drin ist, höchstwahrscheinlich nicht. Haben sie natürlich alles ausgeräumt, ne? Hier auf der rechten Seite gab es Stehtische und so wie es aussieht, haben sie hier sogar schon irgendwie die Tische abmontiert. Teilweise anscheinend auch schon Kabel aus der Decke gerissen. Ich vermute mal, dass Kabeldiebe hier auf jeden Fall schon vor Ort waren. Und jetzt kommt's, Leute. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mit meinem Kollegen Alex damals an diesem Tisch sah. Alex, solltest du das Video sehen, Grüße gehen raus. War eine geile Zeit. Ausbildungszeit war irgendwie mit die beste Zeit auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht mehr in dem Unternehmen arbeite. Es war aber immer cool. Ja, und hier haben wir im Prinzip das offizielle Datum, wann dieser Lost Place geschlossen hat. Beziehungsweise, was heißt der Lost Place? Wann dieser McDonald's halt geschlossen wurde. Vielen Dank für eure langjährige Treue. Dieses Restaurant schließt zum 30.12.2020. Aber wir sind weiterhin für euch da. Am Flughafen in Habenhausen und in Brinkum. Die aktuellen Sonderöffnungszeiten findest du auf unserer Internetseite oder in der App. Das heißt aber auch mit anderen Worten, dass wir noch nicht mal mehr ganz 3 Jahre Leerstand hier haben. Die Frage ist natürlich auch, wann wird das Ganze abgerissen? Ich werde nachher auf jeden Fall nochmal ein bisschen Google befragen dazu und werde euch das am Ende des Videos dann dementsprechend mitteilen, was ich hier rausgefunden habe. Hier vorne ist ein Seitenausgang, da konnte man auch in den Außenbereich gehen. Den zeige ich euch aber gleich, wenn wir wieder draußen sind, weil sonst müssen wir hier rein, raus, rein, raus. Ja, und es gab auch so einen kleinen Parkplatz, wo man dann, wenn man was bestellt hat und das eben ein bisschen länger gedauert hat mit der Bestellung, konnte man da parken und der McDonald's-Mitarbeiter ist hier rausgegangen und hat es dann zum Auto gebracht. Ich denke mal, das kennt jeder von euch, da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. Hier vorne haben wir dann noch einen privaten Raum, da habe ich natürlich auch noch nie reingeguckt. Ich denke mal, das war irgendwie vielleicht so ein Raum, wo ein Kehrblech drin war, wenn man eben ein bisschen sauber machen wollte. Ein kleines Waschbecken, aber mehr war es dann auch irgendwie nicht. Ja, und hier geht es dann zu dem ersten Drive-Schalter. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite ist. Ne, es war der zweite tatsächlich. Aber da haben sie auch schon alles komplett rausgebaut. Auf der rechten Seite stand ja damals die Kasse. Ja, und die komplette Armatur da vorne haben sie rausgerissen. Oder halt eben abmontiert. Hier hinten von dem zweiten Schalter aus gesehen, geht es dann nochmal weiter durch so einen kleinen Gang. Ich vermute mal, dass man hier bezahlen konnte. Das war doch das Bezahlterminal und nicht das, wo du die Speisen abgeholt hast. Da oben ist auf jeden Fall noch ein alter Schrank. Wer weiß, was da so drin war. Und hier hat irgendwie schon jemand den Müll zusammengekehrt. Guck mal, hier ist noch so eine Schalterarmatur, Fenster, Ventilator und Heizung. Fenster? Weiß nicht. Konnte man hier noch irgendwo ein Fenster öffnen? Gute Frage, nächste Frage. Ich vermute mal, das war irgendwie ein Schrank, wo, weiß nicht, vielleicht auch Besteck drin war. Sieht zwar eher so aus wie irgendwelche Kabelausführung bzw. Durchführung. Und hier haben wir nochmal eine Information zu dem Kartenlesegerät, wie man das zum Beispiel ein- und ausschaltet, neu startet und so weiter und so fort. Den Bereich, den wir hier vorne sehen können oder den ihr jetzt hier vorne sehen könnt, den konnte man damals logischerweise als normalen Gast nicht betreten. Habe ich auch so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Was mir allerdings auffällt, ich bin ja relativ groß, knapp 2 Meter, und hätte ich hier damals gearbeitet, hätte ich schon fast ein Problem gekriegt mit gerade stehen, wie man hier unschwer erkennen kann. Also der Abstand zu der Leuchtreklame war damals schon sehr gering, würde ich sagen. Wir laufen jetzt einfach mal hier vorne weiter. Hier ist ja normalerweise die Küche drin und auf der linken Seite die Fritteusen, wo Pommes, Kartoffelgitter und so weiter und so fort hergestellt sind. Ja, gute Frage, nächste Frage. Was geht hier weiter? Hier vorne kam man in dieses Fenster zum Drive, zum Bezahlen vermutlich.
Und hier, ja, was war das hier nochmal? Irgendwie so eine kleine Küche oder sowas. Da unten ist ja auf jeden Fall ein Anschluss. Ich weiß es nicht, was das hier war, ehrlich gesagt. Hier hinten war vielleicht die Küchenaufsicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch jemanden unter den Kommentaren bzw. in den Kommentaren, der vielleicht bei McDonald's arbeitet, der das einfach mal beantworten kann, dass das hier gewesen sein könnte. Ach, guck mal, das ist wie so eine Art Büro irgendwie mit Blick in die Küche. Ich vermute mal, dass hier auch der Chef ab und zu mal saß und ja, geguckt hat, wie seine Mitarbeiter arbeiten. Aber das hier oben ist schon richtig getrashed, ne? Also da ist schon echt ordentlich dran gerissen worden. Schubladen sind auch offen und ja, vermutlich komplett leer. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn da noch was drin wäre. Hier haben wir nochmal einen Schrank, der aber auch mittlerweile schon komplett ausgeräumt ist. Ja, und hier haben wir den ehemaligen Sicherungskasten. Da oben auch die Bezeichnung, was das Ganze war, beziehungsweise hier, guckt euch das an, F11 bis 14, Lobby. Lobby ist wahrscheinlich der Bereich, wo man sitzen konnte. Küche, Klingel, Fassade, Keller allgemein. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Stichwort, denn Keller, den schauen wir uns gleich auch noch an, der soll noch recht interessant sein. Türschlag, Reserve in Zwischendecke, okay, Umkleideräume. Genau, wo waren denn die Umkleideräume? Guckt euch das mal an, hier oben, wo der Abzug für die Dunstabzugshaube war, wie versüfft das alles ist. Das sieht super, super eklig aus. Ja, und hier haben wir wieder so eine Tür, wie wir sie eben auf der anderen Seite auch schon gesehen haben. Und ich vermute mal, hier steht nämlich dran, zulässige Ladehöhe 2 Meter, Personenbeförderung verboten, Tragfähigkeit 1250 Kilogramm. Das war ein Aufzug für Speisen, die dann direkt hier quasi in die Küche befördert werden konnten. Vorne haben wir die Küche und den Sitzbereich bzw. Ausgabebereich. Und wenn man jetzt hier hinten bei der Küche weitergeht, sieht man hier einen vermeintlichen Notausgang und einen Abgang nach unten in den vermeintlichen Keller. Es riecht auf jeden Fall moderig. Da vorne ist der Notausgang, den wir eben gerade von der anderen Seite schon gesehen haben. Eine alte Schautafel, vielleicht für die Mitarbeiter, damit man weiß, was diese Woche oder diesen Monat im Angebot ist. Und aber auch ein Aufstieg aufs Dach, wie man hier erkennen kann. Da sieht man schön, dass hier alles abgehangen ist, also abgehängte Decke. Und da oben haben sie die ganzen Kabel dann untergebracht. Ich vermute mal, dass hier aber Kabel lieber am Werk waren, so wie es aussieht. Das ist ja schon alles komplett runtergerissen. Heieiei, das sieht aber nicht mehr gut aus. Das sieht ja schon fast aus wie Rohbau da unten. Okay, hier hinten ist anscheinend auch noch ein versteckter Raum. Das könnte irgendwie so eine Art Mitarbeiterraum gewesen sein. Zumal die Scheiben irgendwie, unscharf gemacht sind. Mit so einer Folie, mit so einer Sichtfolie. Oh, guckt euch mal diese Flecken da oben an. Das ist ja wohl abartig. Naja, soll ja auch abgerissen werden, das Ganze. Ich würde sagen, wir werfen jetzt auf jeden Fall mal einen Blick in den Keller. Hier ist das richtig abartige Luft. Richtig abartige Luft. Hier oben ist ein Leuchtschild, Vorsicht, CO2-Alarm, betreten verboten. Das heißt mit anderen Worten, hat dieses Schild geblinkt oder geleuchtet, durfte man den Keller nicht betreten. Und hier unten sieht es wirklich ziemlich stark nach Tapetenresten aus. Ich weiß nicht, was hier an der Wand ist, das sieht auf jeden Fall super eklig aus. Und ich hoffe mal, ihr könnt sehen, hier steht schon alles komplett unter Wasser. Da hinten liegen noch irgendwelche Unterlagen. Und so wie es aussieht, ist der Keller riesengroß. Vorne mit Kühlkammer. Hier vorne ein alter Sicherungskasten, so wie es aussieht. Okay Leute, wie eben gerade schon kurz beschrieben,
Hier vorne ist irgendwie so eine Art Schaltschrank. Heikos Vermutung, ja, kommt dem wohl ganz nahe, dass das wohl so eine Art Aufzugsschaltkasten ist. Da fasse ich aber besser nichts an, weil Strom ist grundsätzlich so ein Ding, wo ich mega Respekt vor habe, genauso wie Medikamenten und so weiter und so fort, da fasse ich überhaupt gar nichts an. Hier oben liegen noch Dokumente bzw. eine Wartungscheckliste, wann hier was gemacht wurde mit Name, Datum. Also man sieht hier auf jeden Fall, das letzte Mal gewartet wurde hier auf diesem Zettel was von 2014. Oh, was ist das denn hier? Da sieht man noch den Betreiber Systemgastronomie, Kai H. Arbeitsmittel, Hydraulikrohre. Es wurde hier alles anscheinend wirklich mehrfach kontrolliert. Und hier unten haben wir noch einen Flucht- und Rettungsplan. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen, ja, sich einen kleinen Überblick verschaffen. Treppe, das heißt, wir befinden uns jetzt gerade hier vorne, genau an dieser Stelle. Und ihr seht schon, hier vorne Verpackung, Lager, TK-Brot. Das heißt, Tiefkühlbrot wurde hier in dem Raum gelagert. Hier ist die Kälteanlage, Getränkeanlage. Hier ist noch ein großes Büro gewesen. Premium-Lager. Reinigungsmittel, dann sind das nämlich die beiden Umkleideräume, die wir eben gerade schon in den, ja, Sicherungskasten gesehen haben. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal in der Realität an. Es ist auf jeden Fall ein langer und, ja, in meinen Augen auch ziemlich gruseliger Keller wieder einmal. Hier vorne haben wir ein relativ großes Tiefkühllager. Ist aber auch schon, ja, komplett ausgeräumt und natürlich logischerweise komplett isoliert, ne? Hier hinten geht es dann weiter. Das wird das TK-Brotlager gewesen sein. Im Prinzip brauche ich hier nicht so ganz viel zu sagen. Ihr seht schon, im größten Teil ist eigentlich alles, ja, rausgerissen und zerfleddert mittlerweile. Rohre komplett ab von der Decke. Die Ummantelung liegt mittlerweile auf dem Boden. Und ich glaube auch nicht, dass hier noch zurückgelassene Brote in dem Tiefkühlhaus sind. Ich denke mal, das ist eigentlich... Ja, guckt euch das an, es ist komplett sauber und aufgeräumt. Hier hinten geht es dann weiter. Also das Wasser wird anscheinend immer höher. Ist natürlich auch die Frage, wie das hier reingekommen ist. Hier haben wir den Maschinen- bzw. Heizungsraum. Das ist natürlich der Hauptpunkt für Kabeldiebe. Ja, und hier auf der gegenüberliegenden Seite auch wieder ein altes Tiefkühlhaus. Oh, ist ja interessant. Ich dachte gerade, hier hinten geht es weiter. Aber das scheint irgendwie nur so eine Art, ja, Lagerplatz gewesen zu sein. Hier vorne haben wir noch die Sicherungsschränke. Da sieht man mal, was hinter der ganzen McDonald's-Technik steckt, ne? Die ganzen Verdrahtungen, die ganzen Sicherungen. Also das zu bauen und zu entwerfen, das kostet sicherlich einiges an Denkvermögen. Sieht hier aber komischerweise auch noch ziemlich gut aus. Also da bin ich wirklich vorsichtig. Da fasse ich mal ganz bestimmt gar nichts an. Immerhin waren die hier richtig beschriftet. Hier 16Q1 Kassenanlage. Kombimasch, was auch immer Kombimasch ist. Pizza-Tiefkühl. Also die haben auf jeden Fall alles gut beschriftet gehabt. Hier hinten haben wir nochmal einen weiteren Raum. Ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, was das war. Sieht so ein bisschen so aus wie Personalraum, denn das könnte irgendwie so eine Art Waschmaschinenanschluss gewesen sein, um vielleicht irgendwie Geschirrtücher zu waschen oder zu trocknen, obwohl für den Trockner fehlt das Abluftrohr. Betrieb nur, wenn Kontrollleuchte an, Trockner, Waschmaschine. Trockner, Waschmaschine, lag ich mit meiner Vermutung doch gar nicht schlecht. Ein Insektenmonitor gab es hier auch. Gut, gerade bei Lebensmitteln ist das natürlich elementar wichtig. Ich frage mich halt so ein bisschen, wo sind die ganzen Sachen hin? Waschmaschine alles raus, Trockner raus, eigentlich ganz merkwürdig, oder? Was haben wir hier vorne noch? Nicht rauchen, beziehungsweise Rauchen verboten. Könnte auch irgendwie so eine Art Personalsammelraum gewesen sein. Aber nicht wirklich so spektakulär. Hier haben wir die Umkleiden mit einem Notausgang nach draußen. Das heißt, wenn oben ein Feuer ausgebrochen ist, konnte man hier in den Keller rein und dort wieder raus. Steht hier auch, Notausgang freihalten. Ach nee, hier ist nur eine Dusche. Das heißt, die Mitarbeiter konnten nach der Arbeitszeit, nach der regulären, erstmal hier arbeiten gehen und dann duschen. Sieht in meinen Augen aber gar nicht so ganz uneinladend aus, ne? Hier hinten haben wir noch einen weiteren Raum. Auch wieder Rauchen verboten. Hier sieht es ganz merkwürdig aus. Hier ist auf jeden Fall auch schon Schimmel auf dem Boden. Oder was ist das? Nee, hier steht alles unter Wasser. Hier kommt der komplette PVC-Boden schon hoch. Ja, und hier hinten ging es dann noch zu weiteren Toiletten. Einmal Herren und ich vermute mal auf der rechten Seite zu den Damentoiletten. Ja, guckt euch das an. Ein Wunder, dass die noch nicht zerstört worden sind, so offen wie das Ganze hier steht.
Ich glaube aber, dass die Kabeldieber an Toiletten bzw. Keramik kein Interesse finden. Toilette ist auch noch komplett. Ja, und da wo eine Umkleide für Herren ist, gibt es natürlich auch noch eine Umkleide für Damen. Und die wird ja dementsprechend gleich aufgebaut sein. Wahrscheinlich auch hierhin wieder eine Dusche mit Duschvorhang. Oder auch nicht. Aber guckt euch das mal an, die sehen so aus wie gestern Abend noch betrieben, ne? Kein Graffiti, keine Beschädigung, kein Vandalismus. Ja, und hier hinten geht es dann weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir auf dem Flucht- und Rettungsplan gelesen? War das irgendwie Lagerraum? Könnte natürlich gut der Fall sein, ne? Okay. Da hinten ist auf jeden Fall die Telefontechnik, das fällt mir direkt ins Auge. Hier ist ein großer Ablauf, der auch schon komplett unter Wasser steht. Und im Prinzip sind das einfach irgendwelche Rohranlagen. Ich hätte fast gesagt, irgendwie vielleicht Getränkeschankanlage. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Handpumpe, Schachtentleerung. Na, da fassen wir mal besser nichts an. Also ihr seht schon, doch recht interessant, mal hinter die Kulissen eines McDonalds zu blicken. Das, was man so als Gast oben sieht, das ist völlig normal. Aber das hier im Keller, das hätten wir ja nie herausgefunden, wenn das ganze Ding hier nicht irgendwie ja, zugemacht werden sollte bzw. abgerissen werden sollte. Von daher wirklich spektakulär, würde ich sagen. Wenn auch vielleicht nicht mehr mit ganz so viel Einrichtungen. Ich glaube, wir haben hier unten soweit alles gesehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich draußen auf dem Außengelände nochmal wieder, wo ich euch nochmal den Außenbereich zeigen werde. Nochmal eine kurze Ergänzung zu dem Kühlhaus, was wir hier eben gerade erkundet haben. Hier oben steht drauf Inventarnummer, na, 0260, und da unten steht Inbetriebnahme, Datum 13.12.90. Mit anderen Worten wurde das in den 90ern in Betrieb genommen. Krass, 30 Jahre wurde dieser McDonald's betrieben. Hier oben ist auch noch irgendeine Wartung von Brandschutzsystemen erfolgt und auch da steht das Datum 2020. Okay Leute, ich hoffe mal, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Hier vorne haben wir nochmal den Außenbereich. Ich glaube, ich saß hier insgesamt einmal in der ganzen Zeit, wie ich irgendwie, ja, im Prinzip diesen McDonald's kenne. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Man sieht hier 2, 4, 6, 8, 10 Tische. 12 Tische. Und es ist einfach mittlerweile alles komplett verwuchert und verwildert. Das heißt mit anderen Worten, hier wurde sich wirklich schon jahrelang nicht mehr drum gekümmert. Naja, wir brauchen ja auch nicht sagen jahrelang, denn das ganze Ding steht 2 Jahre und ein bisschen jetzt gerade mal leer. Aber gerade hier durch die Fugen wächst natürlich extrem viel Unkraut. Mit den Worten würde ich dann das Video auch gerne beenden wollen. Wie gesagt, für mich war es eine Zeitreise in eine Zeit, wo dieses Ding noch in Betrieb war. Von daher super interessant. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, einfach mal hinter die Kulissen von dem McDonald's zu gucken. Hatten wir so in der Art auch noch nie. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon mal essen wart und vielleicht ja sogar Mitarbeiter des Unternehmens damals wart. Würde mich interessieren und ich würde sagen, wir sehen uns am kommenden Samstag zum nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao.